Hallo miteinander, ganz ein sportliches Willkommen zu unserer Schöffelschulung über die Kollektion Frühling-Sommer 19. Mein Name ist Ursi Sturzenegger, ich mache Verkaufsförderung bei Schöffel Schweiz und das ist... Ich bin Nadia Heinrich, ich bin für Schöffel Schweiz im Aussendienst tätig und dort zuständig für die Mitte und den Westen. Und jetzt nehmen wir euch sehr gerne mit auf eine Wanderung mit uns zusammen, um diese Produkte auch auszuprobieren und zu testen. Wir möchten euch gerne das Thema Esskaffee vorstellen. Das ganze Outfit, das hier Nadia trägt, ist aus dem Esskaffee. Esskaffee kommt aus Taiwan und ist aus einem Abfallprodukt, dem Kaffeesatz, hergestellt. Es gibt ganz verschiedene Technologien und die gehen wir jetzt mit euch hier an diesen verschiedenen Produkten durch. Wir haben als erstes die Jacke, das ist eine Neufundland-Jacke. Und da geht es um eine Print-Technologie, die mit dem Esskaffee verarbeitet wird. Ihr seht, hier innen haben wir einen Druck und der Druck, der ist aus dem Kaffeesatz hergestellt. Es ist eine 2,5-Lagen-Jacke und die halbe Lage ist, anstatt einfach eine Beschichtung, ist mit dem Kaffeesatz. Wir haben hier eine Jacke, die, schon gesagt, eine Venturi-Stretch-Jacke, die unsere Eigenmembranen ist, 2,5 Lagen. Hat eine 20'000er Wassersäule und eine 20'000er Atmungsaktivität. Sie hat einen Vierweg-Stretch. Vielleicht kannst du das gerade mal ein bisschen demonstrieren. Das spürt man sehr gut, wenn man drin ist. Ja. Und die Eigenschaften vom Kaffeesatz, um da wieder darauf zurückzukommen, ist, dass sehr, sehr geruchsneutral ist. Kaffeesatz dort neutralisieren. Dann auch das Traggefühl durch. Der Schutz ist viel angenehmer, das spürst ja, du. Sehr hautfreundlich und fühlt sich weicher an als eine gewöhnliche 2,5-Lagen-Jacke. Genau. Und auch die Kondensationsrate durch das ist viel geringer. Man fängt also nicht gerade an schwitzen oder es klebt an der Haut, weil es das durch die Substanz des Kaffeesatzes minimiert. Kaffeesatz hat auch die Eigenschaften, dass es sehr umweltfreundlich ist, weil es ist ja aus einem Abfallprodukt wiederverarbeitet worden. Dann die Jacke, was hat es noch für Highlights? Nebst dem Material, das man hier verwendet, man kann die Jacke putzen, kann ich einrollen, möchte ich noch ein bisschen mehr drehen, in den Kragen rein, für alle die Personen, die sagen, nein, ich will keine kaputzen. Wenn ich die schön reinrolle, spüre ich die gar nicht, dass sie dabei ist. Kapuze ist hier verstellbar mit einem Gummizug. Ich kann schön anpassen. Ich habe bei den Ärmeln einen sehr feinen, schönen Abschluss. Auch wenn ich auf dem Velo bin, mit den Daumen schlaufe, dass hier schön geschützt ist. Die Abschlüsse auch am Bund sind mit dem Gummizug. Dann haben wir eine Tasche noch auf beiden Seiten, damit ich gleich Sachen verstauen mit dem Netzfutter. Ich habe hier einen wasserdichten Rissverschluss, auch mit einer Brusttasche. Und hier haben wir noch einen Rissverschluss mit der Garage, das auch nicht am Kühne dort schüren, wo man schön hier den Rissverschluss abdecken und versorgen kann. Dann haben wir hier das reflektierende Logo auf der Brust und den Schriftzug, der ebenfalls reflektierend ist. Du darfst vielleicht mal abtun. Ein weiteres Highlight, das diese Jacke hat, ist, dass man sie sehr klein verpacken kann. Man bringt die ganze Jacke in den Sack rein und dadurch habe ich ein sehr, sehr kleines Volumen, das ich mit dieser Jacke auf überall mitnehmen kann. Ich kann sie verstauen in einen Rucksack, in eine Handtasche. Von dem her auch der Einsatz dieser Jacke beliebig. Man kann es mitnehmen zum Wandern, man kann es mitnehmen für aufs Velo, man kann es mitnehmen für auf Reisen. Also Einsatzbereich einfach unbeschränkt, nehmen Sie überall mit. Wir gehen weiter zum T-Shirt, das Nadia hat. Das T-Shirt heisst Kaschka, ist auch aus dem Esskaffee hergestellt. Und zwar geht es hier um einen Faserverbund, den man drin hineingewoben hat
Dem sagt man Eiskaffee. Und Eiskaffee hat die Eigenschaft, dass sehr kühlend ist. Es tut 1 bis 2 Grad mehr abkühlen als ein herkömmliches Produkt. Und auch sehr schnell trocknen. Tut 200 Mal schneller trocknen als Baumwolle. Und da spürt man auch, es hat so einen kühlenden Effekt, wenn du es anhast. Ja. Das ist der Vorteil für Eiskaffee in sehr warmen Temperaturen, dass ich einfach ein angenehmes Tragegefühl habe. Was schön sonst noch an? Wir sehen hier die Löchli an den Schultern und am Rücken. Dem sagt man Lasercut-Technologie. Und alle Eiskaffee-Teile haben den UV-Schutz drin. Und selbstverständlich haben wir die gleiche Kollektion auch für den Herr. Das ist übrigens der Dani Allensbach. Er macht für uns Teamwear. Und er trägt dasselbe Outfit wie Nadia. Wir haben die Jacke Toronto. Und darunter hat er ein Shirt an, das analog ist, auch mit dem Eiskaffee-Einsatz. Und wie man sieht, er hat ein bisschen Kürzerhosen an. Er hat nämlich einen Shorts. Kannst du vielleicht einmal drehen. Wo auch vom Outfit her sehr sportlich überkommt, wo Stretch drin hat. Das ist das perfekte Outfit, das ihr verkaufen könnt, wenn sehr heiße Temperaturen sind und eure Kunden wollen Outdoor-Aktivitäten machen. Wenn ihr mehr wissen wollt, besucht uns doch auf YouTube oder noch besser. Geht doch selber testen, wie sich die Produkte anfühlen. Wir haben hier bei der Nadia die neue Ascona-Hose. Und zwar ist das sehr eine leichte Wanderhose, die extrem starkes Stretch hat in 4 Richtungen. Sie ist sehr atmungsaktiv, tut extrem schnell trocknen, hat ganz neue Silhouetten bekommen. Sie wirkt viel sportlicher, sie wirkt viel eleganter und dynamischer. Sie ist im Beinabschluss schmäler geworden. Hat vorgeformte Knie für optimale Bewegungsfreiheit. Wir haben hier am Oberschenkel eine Tasche, wo man die Karte drin tun kann. Wir haben hier eine Tasche mit Rissverschluss, das schön aussieht von der Optik her. Wir haben am Gesäß eine Tasche mit Rissverschluss. Und wir können die Hose am Bund innen dran verstellen. Mit einem Knopf und einem Gummizug für den perfekten Sitz. Mit der schönen sieht man die Silhouette, wie schön dass die sitzt und eigentlich ein Schnitt ist, der sehr, sehr vielen Leuten perfekt passt. Und da haben wir den Dani, das ist die Hose Folkestone und der hat genau die gleichen Eigenschaften wie der Nadia Eri. Man sieht auch hier sehr schön schmal geschnitten. Und wenn du dich auch bewegst, sieht man auch die Bequemlichkeit, den Stretch, wie es schön angeht. Wir haben auch hier die Taschen, vorgeformte Knie, fühlst du einfach wohl. Die beiden Hosen, die haben übrigens beide MTS-Ausrüstung. MTS heisst Meusser Transport System und ist für einen höheren Feuchtigkeitstransport verantwortlich. Und beide Hosen sind PFC-frei. Ich kann die Hosen anlegen für auf Reisen, ich kann sie aber auch anlegen zum Wandern. Einfach überall, wo ich gerne bequeme Hosen habe. Wir zeigen euch unsere neue Linie, das ist Hike & Motion. Hike & Motion ist die Linie, wo man sagen kann, gehe ich mit dem Velo oder gehe ich wandern oder beides, nenne ich die perfekten Produkte dazu. Wir fangen gerade an mit der Jacke. Und zwar haben wir hier eine Venturi-Jacke. Das ist eine 2,5-Lagen-Jacke mit den schüffeleigenen Membranen. Hat eine Atmungsaktivität von 10'000 und die Wassersäule ist auch 10'000. Ist winddicht und ist natürlich atmungsaktiv. Wir haben 4-Weg-Stretch, das spürt Nadia auch, was er zeigen, dass große Beweglichkeit hat
Und die Jacke hat diverse Highlights, die ich euch jetzt gerade hier zeige. Wir haben einerseits bei den Ärmelabschlüssen asymmetrisch geschnitten, dass wenn es regnet oder der Schutz vorne muss besser sein und nicht in den Weg kommt, wenn ich es hier hebe am Velo. Dann haben wir die elastischen Abschlüsse an der Jacke. Jetzt musst du die mal kurz ein bisschen drehen. Wir haben hier ein Gesäß oder eine Rückentasche, besser gesagt. Zeigen wir nachher dann noch den Inhalt, den die noch drin hat. Wir haben Belüftung hier für guten Abtransport vom Schweiß. Und wir haben eine Kapuze, die man verstellen kann. Anpasst mit dem Gummiabschluss. Dann haben wir einen Rissverschluss, der zwei Wegrissverschluss ist. Und Garage, wo der Rissverschluss versteckt werden kann. Wenn man uns zu warm ist, wie gesagt, kann ich hier auftun. Dann natürlich auch Seitentaschen, um etwas zu verstauen. Dann haben wir das reflektierende Logo. Also die Jacke perfekt, hinten im Rückenteil auch länger geschnitten. Wenn ich mal bei nassem Verhältnis unterwegs bin, dass ich schön geschützt bin, wenn ich auf dem Velo sitze, dass da alles schön lang genug ist. Asymmetrisch geschnitten, auch im Bund. Gut. Also die Jacke gut einsetzbar, ob auf Velo oder Hiking. Und jetzt habe ich euch versprochen, es hat noch ein Highlight in dieser Rückentasche. Das zeigt gerade Nadia. Man kann die ganze zusammenkrugeln in das Paket rein. Und nachher hat man die Möglichkeit, mit diesen beiden Bändeln das anzulegen wie einen Rucksack. Und dann hat man die Jacke am Rücken. Und übrigens, die Jacke Gardasee ist auch PFC-frei. Dann gehen wir weiter zu unserem Midlayer. Wenn es mal kühlere Tage sind, haben wir hier ein wunderschönes passendes Midlayer dazu, das auch ein verlängertes Rückenteil hat. Wir haben auch hier am Rücken ein Täschchen für Schlüssel etc. und rundet die Geschichte perfekt ab. Dann gehen wir weiter zum Shirt, das wir darunter haben. Das ist ein Shirt Saalbach. Ist konzipiert, extra auch für zum Velofahren. Ist sehr atmungsaktives Material. Wir haben verschiedene Ausführungen, also Zusatzausrüstungen. Es ist UV-geschützt. Dann ist es MTS, das heisst Moisture Transport System. Das heisst, es ist, der Feuchtigkeitstransport ist mehr gewährleistet bei dieser Zusatzausrüstung. Wir haben hier auch wieder das Rückentäschchen, das ich etwas versorgen kann. Ist auch hier länger geschnitten. Wir haben ein schönes Stechregel und wir haben den Half-Zip farblich abgestimmt auf die Shirt. Nach den Oberteilen, die wir jetzt schon erwähnt haben, haben wir natürlich die passenden Velohosen dazu. Man kann die mit oder ohne Innenleben anlegen. Es ist sehr robuste Hose, aber trotzdem sehr komfortabel zum Tragen. Ist Vierweg-Stretch-Material. Man sieht es auch an der Bewegung von der Nadia, dass sie sehr komfortabel ist. Die Hose hat einen UV-Schutz drin, ist sehr schnell trocknend und hat ein leicht wasserabweisendes Material. Wir haben vorgeformte Knie, um die optimale Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Wir haben eine zusätzliche Ausrüstung, das Reflektierende, sowohl im Logo wie hier hinten. Wir haben Lüftung, die offen ist für optimalen Feuchtigkeitstransport und das angenehmer ist, wenn man schwitzt. Auch hier haben wir einen Perissverschluss, Öffnungsschlitz mit dem Netzfutter hinterlegt. Zusätzlich haben wir hier auch noch Taschen, dass ich auch hier noch etwas drin tun kann. Und das Outfit, das wir bei Nadia gesehen haben, haben wir selbstverständlich für den Mann. Der Dani zeigt uns das jetzt. Wir haben die Aussenjacke, Gardasee. Dann haben wir den Fleece-Hoodie,
Das ist der Corrientes, auch mit der Kapuze. Kannst du gerade mal drehen. Genau gleich aufbauen wie der von der Dame. Dann haben wir das Shirt Saalbach, wo übrigens auch einen UV-Schutz drin hat, genauso wie das von der Nadia. Und die passende Beikasse dazu, wo ihr noch seht, im Fitting, dass man auch noch gut eine Velohose darunter anlegen kann, für die es wünschen. Ja, mit dem Outfit könnt ihr über Stock und Stein, egal zu Fuß oder mit dem Velo, sind ihr da bestens ausgerüstet. Wir nehmen euch gerne mit auf einen Städtetrip, und zwar mit unseren Outleisure-Produkten. Outleisure ist bei uns eine Linie, die vor allem Outdoor mit Lifestyle verbindet. Und wir gehen davon aus, dass Outdoor halt ein Lebensgefühl ist, das man auch in der Stadt perfekt ausleben kann. Wir haben hier die Kombination, wo wir die Jacke haben, die Malmö-Jacke, die Venturi-Membranen hat. Hat eine 10'000er Wassersäule, hat 10'000 Atmungsaktivität, ist sehr ein robustes, angenehmes Material und hat natürlich da verschiedene Funktionen. Wir haben zum Beispiel eine Kapuze, die man verstellen kann mit den Kordeln hinten dran. Dann habe ich hier nochmal eine Verstellmöglichkeit, dass die Kapuze perfekt passt und anziehbar ist. Dann habe ich hier den Ärmel, den man auch leger tragen kann, mit zwei Druckknöpfen oder angepasst als Handgelenk. Ich habe hier Brusttaschen mit Rissverschluss. Wir haben aufgesetzte Taschen. Wir haben die Pocket-Taschen. Plus Netz. Dann werde ich noch zum zeigen mit dem Rissverschluss. Es ist ein Zweiweg-Rissverschluss, wo man von unten oder nur von oben auftun kann, damit Bequemlichkeit gewährleistet ist. Dann kommen wir mal weiter zu der Bluse. Nadia, was ist das für eine Bluse? Das ist eine Lyocell-Bluse. Und die Lyocell-Bluse, die ist schön weich, sie ist leicht und sie hat so einen leicht kühlenden Touch. Genau. Lyocell ist ja aus Zellulose, wo man gewöhnt aus Holz. Ja, dann sind wir eigentlich schon auch da bei den Features. Man kann hier den Ärmel runter- oder aufkrempeln mit den Laschen. Und wir haben hier einen Rissverschluss mit einem ganz feinen Detail, wo man auch hier Sachen drin verstauen kann. Dann gehen wir bereits weiter zu den Hosen. Das ist die Alicante. Wir haben hier eine Hose, die in die Linie passt, wo man freizeitorientiert ist und trotzdem einen hohen Komfort hat, weil die Hose hat Vierwegstretch. Genau, das spürt man in jeder Bewegung. Auch bei dieser Hose haben wir hier einen Rissverschluss am Oberschenkel. Wir haben die Pocket offen geschnitten, vorne dran, mit einem Münztäschchen. Und auf der Rückseite haben wir offene Gesäßtaschen, die sehr sportlich, aber gleich auch feminin rüberkommen. Ja, selbstverständlich haben wir das Outfit auch für den Herrn. Und auch der Dani macht in dieser Outleisure-Kombination eine perfekte Figur. Wir haben die Jacke, die gleich aufgebaut ist wie die Nadia ihre Jacke. Wir haben hier, musst du gleich, eine Tasche. Wir haben hier innen den Pocket. Oh, Etikette. Und wir haben hier die Tasche drin. Und dann haben wir ein Shirt drunter, das aus dem Esskaffee ist. Da kennt ihr die Funktion bereits. Und die Hose, das ist die Milano-Hose, die gleich aufgebaut ist wie die Alicante von Nadia, die modisch rüberkommt. Wir haben hier
den Reissverschluss. Dann kannst du vielleicht mal drehen, wo Gesäßtasche hat, wo sehr sportlich modisch dorthin kommt. Auch Vierwegsrätschmaterial. Ja, wie ihr gesehen habt, sind das perfekte Outfits, wo Bequemlichkeit und modische Aspekte dort zusammen vereinbaren. Und da kann man wirklich einen Trip in der Stadt geniessen.